Ihr habt abgestimmt und diesmal gibt es keine Kürbissuppe, sondern etwas Ausgefallenes, Kürbispasta. Die ist wirklich einfach und super lecker. Also los geht's mit der Zubereitung. Zuerst schneidest du das Ende vom Hokkaido mit einem scharfen Messer ab, damit du ihn gerade auf den Tisch stellen kannst. Dann halbierst du den Hokkaido vorsichtig mit dem Messer. Und mit einem Löffel entfernst du dann die Fasern und die Kerne aus beiden Hälften. Da ich meinen Kürbis aus einer Retterbox habe und er wegen einigen braunen Stellen nicht verkauft werden konnte, entferne ich diese ganz einfach mit einem Sparschäler oder Messer. Die Kürbishälften schneidest du dann in daumendicke Spalten. Diese Spalten drehst du dann und schneidest in Würfel. Das machst du natürlich mit der anderen Kürbishälfte auch. Im nächsten Schritt garen wir unser Gemüse. Dazu erhitzt du die Butter im 2 Liter Topf auf mittlerer Stufe. Und wenn sie Blasen wirft, gibst du die gehackte Zwiebel und den in Scheiben geschnittenen Knoblauch hinzu. Alles gut für 2 Minuten glasig andünsten. Dann gibst du Tomatenmark für Geschmack und etwas Farbe hinzu und röstest es für 1 Minute unter ständigem Rühren mit an. Nun gibst du die Kürbiswürfel in den Topf. Mischt sie gut ein und bedeckst sie leicht mit Wasser und Milch. Achte darauf, nicht zu viel Flüssigkeit hinzuzufügen, da wir später alles pürieren und eine cremige Konsistenz haben möchten. Würze dann mit Salz und Brühe und mische alles gut. Nachdem alles gewürzt ist, bringe alles bei höchster Stufe zum Kochen. Wenn es zu kochen beginnt, reduziere die Hitze auf mittlere Stufe, setze einen Deckel auf den Topf und lasse alles leicht für 20 Minuten köcheln. Gelegentlich umrühren und bei Bedarf etwas Wasser hinzufügen, falls viel zu viel Flüssigkeit verdampft ist. Nach 20 Minuten Köcheln sollte der Kürbis weich sein. Das kannst du am besten mit einer Gabel überprüfen. Wenn das Gemüse weich ist, nimmst du den Topf vom Herd und gibst Crème fraîche, Zucker, Muskatnuss und eine gute Prise Pfeffer hinzu. Dann pürierst du alles zu einer cremigen Soße mit einem Pürierstab oder in der Küchenmaschine. Wenn alles cremig püriert ist, gib Parmesan hinzu, mische alles gut und schmecke mit Salz ab. Ich serviere die Soße am liebsten mit Spaghetti, aber du kannst natürlich jede andere Nudelsorte nehmen. Darüber streue ich noch etwas Parmesan. Hier ein extra Tipp. Erhitze etwas Butter in einer Pfanne und brate Salbeiblätter bei mittlerer Hitze knusprig. Gib die Blätter dann über die Nudeln und für ein paar extra Kalorien und extra Genuss gieße etwas von der Butter darüber. Wer mag, kann auch Chiliflocken für etwas Schärfe über die Pasta geben. Und das war's auch schon, meine schnelle, cremige Kürbispasta. Viel Spaß beim Nachmachen!